Neuheiten, die auch im Gemüsebeet durchaus Einzug halten. Und da gibt es ein Projekt in Thulen und dort ist meine Kollegin Pia Seiser für uns heute Morgen. Und die Pia ist schon fleißig am landwirtschaftlichen Arbeiten. Einen schönen guten Morgen. Einen schönen guten Morgen. Naja, ich arbeite eigentlich nicht, ich lasse arbeiten. Und genau das wollen wir Ihnen heute zeigen. Hier gibt es nämlich quasi ein Hochbeet, das nicht von Menschen gegossen, gepflegt, was auch immer werden muss. Wie das funktioniert, erklärt uns heute Christoph Fasching. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Das Gerät ist hier schon fleißig am Arbeiten. Es wird gegossen und das wird tatsächlich alles vollautomatisiert gemacht von diesem Roboter. Können Sie uns mal ein bisschen erklären, was ist das, wie funktioniert das? Genau, also liebe Brandner, wir wollen gerne schauen, dass wir zeigen, wie es sein könnte. Und dieser Farmbot unter Anführungszeichen kann eben Tätigkeiten übernehmen, muss aber nicht. Also wir wollen niemand die Freude am Garten wegnehmen oder abnehmen. Wenn jemand die Leidenschaft hat, kann er weiter. Sehr gerne, das kann ich verstehen. Aber so wie es bei uns ist, wenn man jetzt da im Büro sitzt zum Beispiel und den ganzen Tag sich nicht um das kümmern kann, wir haben diesen Sommer sehr heiß gehabt, unter Anführungszeichen auch, und er kann zum Beispiel die Funktion vom Bewässern übernehmen, so wie man jetzt gerade sieht. Wir können in der Web-Oberfläche und der App unsere Pflanzen selbstständig setzen. Der Roboter kann das dann mit Hilfe von den Werkzeugen dann alle diese Aufgaben übernehmen. Mhm. Bleiben wir vielleicht ganz kurz noch beim Gießen, weil wir das auch gerade sehen. Es fährt also auf einer Schiene, das sehen wir hier, quasi diese verschiedenen Pflanzen. Und woher weiß jetzt dieser Roboter, wo sich die Pflanzen befinden? Also in einer Web-Oberfläche, im Internet ganz normal, kann ich mein Hochbeet selbstständig anlegen. Ich kann sagen, ich möchte an dieser Stelle gerne Spinat, Salat oder Radieschen, so wie wir es hier sehen, kann ich richtig positionieren und ihm sagen, was wo sich befinden soll. Das heißt, ich sitze im Büro zum Beispiel oder habe auch einfach keine Lust zum Beet zu gehen und sage in meiner App, gießen jetzt bitte, und dann passiert das, was wir hier gerade sehen. Richtig, ja genau. Ja. Es ist spannend. Auch eine Kamera eingebaut, also ich kann auch zusehen, wie das quasi wächst, unter Anführungszeichen, und kann den Zustand überprüfen, ob das Unkraut wuchert oder ob alles perfekt ist. Wahnsinn, Wahnsinn. Garteln für Faule, muss sagen, das, dem kann ich was abgewinnen. es gibt hier eben, Sie haben es schon angesprochen, verschiedene Werkzeuge. Es gibt nicht nur diesen Gießaufsatz, sondern dieses Gerät kann noch anderes. Können Sie uns ein bisschen beschreiben, was hier alles möglich ist, was hier gibt? Genau, ja. Also mittlerweile haben wir nicht mehr die Temperatur jetzt da und die Jahreszeit, wo man etwas pflanzt, aber normalerweise wären in so einem Behälter die Samen drinnen, die ich eben setzen möchte, und dann kann der Farmbot sein Werkzeug selbstständig wechseln, und das wäre so eine Luftvakuumdüse, und mit dieser Vakuumdüse nimmt er dann einen einzelnen Samen heraus und würde ihn dann in die Erde hineinsetzen. Auch das kann ich per App definieren, was möchte ich, wohin und so weiter. Genau, ja. Und dann fährt er da selbstständig her, nimmt sich, was er braucht, und was macht das auch alles selber. Genau, ja. Also je nach Aufgabe wählt er seine Werkzeuge und erledigt es dann nachher. Als weiteres haben wir hier zum Beispiel für die Feuchtigkeit zu messen, also er würde das so in die Erde hineindrücken. Ich kann das jetzt nur andeuten da gerade. Misst dann nachher, welche Feuchtigkeit als das Erdreich hat, und würde dann selbstständig dementsprechend bewerten, muss ich jetzt gießen oder nicht. Auch diese Parameter und Schwellenwerte kann ich ihm hinterlegen, bis hin zu einer Wasserkurve. Benötige ich jetzt bei Jungpflanzen mehr Wasser oder weniger Wasser? Alle diese Dinge kann ich bequem über diese Web-Oberfläche und von zu Hause oder vom Büro aus halt dann einstellen. Also selbst das muss ich gar nicht selber wissen, ob jetzt gegossen werden muss. Selbst genau, das kann er selber herausfinden. Das coolste Werkzeug, unter Anführungszeichen, was mir am meisten imponiert, ist dann nachher so ein automatischer Unkrautvernichter. Okay. Also das ist wie so ein, ich sage immer, rasender Faden halt dann nachher dazu. Der Häcksel dadurch, und er würde dann mit Hilfe der Kamera erkennen, was ist jetzt nicht eine Pflanze, die ich bewusst gesetzt habe, sondern was geht halt irgendwo rundum und um irgendwo auf und gehört aufgrund nicht dazu. Aufgrund der Örtlichkeit würde das erkennen. Also genau, da ja. habe ich jetzt quasi gesagt, da soll nichts stehen, da steht aber was vernichten. Genau, ja. Und das, da fährt er dann eben vorbei und rotiert dann nachher diesen Faden, und dann nachher würde er das richtig gehend aushäckseln halt dann nachher. Mhm. Das ist jetzt alles, also es klingt total schräg, wenn man das erste Mal hört. Wir sehen, es funktioniert, aber irgendwie kann man sich es auch gar nicht vorstellen. Ist das wirklich möglich, dass das jetzt jemand zu Hause hat, oder ist das hier ein Versuch? Gibt es das wirklich so schon? Also das gibt es schon so. Das ist jetzt keine Eigenentwicklung, die wir betrieben haben, sondern wir wollen eben mit diesem Projekt ein bisschen herzeigen, was möglich wäre, und auch ein bisschen zu kontroversen Diskussionen anregen. Halt. Ist das gut, ist das schlecht?
Aber ansonsten ist das ein Open-Source-Projekt, halt, das man so beziehen kann. Das Einzige, was ich brauche, ist ein Hochbeet in einem gewissen Standardmaß. In dem Fall ist das eben diese 3 Meter mal 1 Meter. Und dafür gibt es fix und fertige Kits, die ich dann mit ein bisschen handwerklichen Geschick halt montieren kann. Das Ganze bringt man an den Strom, ans Wasser und ans Internet. Und dann nachher kann ich schon loslegen. Geht schon los. Vielen, vielen Dank für dieses sehr